وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي ترى أنستوك بيوت الله dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha wa ja'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. Liebe Geschwister im Islam, wir lieben euch für Allah Azza wa Jal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unter seiner Barmherzigkeit Yawm al-Qiyama vereinigen, auf dass er uns zu den besten aller Paradiesbewohner zählen lässt mit Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das heutige Thema an meine geliebten Geschwister: Wie gehe ich mit Prüfung von Allah Azza wa Jal um? Wenn Allah mich prüft mit einer Sache, wie gehe ich damit um? Und die meisten Muslime kennen leider nicht den Grund, warum Allah Azza wa Jal sie erschaffen hat. Warum hat uns Allah Azza wa Jal erschaffen, liebe Geschwister? Nur um uns zu prüfen. Der einzige Grund, warum Allah uns erschaffen hat, ist um uns zu prüfen. Und wer denkt, dass er in dieser Welt lebt und ein Leben wie im Paradies führen wird, ein Leben ohne Krankheit, ein Leben ohne Ungerechtigkeit, ein Leben ohne Kriege, ein Leben ohne Kummer, ein Leben ohne Sorgen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in diesem Leben nur erschaffen, damit wir geprüft werden. Und wie viele haben eine falsche Vorstellung über das Leben, so dass sie enttäuscht aus diesem Leben herausgehen werden. Anders als die Gläubigen, die sich auf diese Prüfung vorbereiten. Ein Gläubiger, ein Mu'min, weil er sich auch mit der Religion Allahs beschäftigt, so weiß er, Allah hat ihn nur erschaffen, damit er ihm dient. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Höre die Worte Allahs Azza wa Jal. Gewaltige Worte. Zwischen der Sura Al-Fatiha, der ersten eröffnenden Sura, und der letzten Sura An-Nas, die Menschen, Allah Azza wa Jal sagt, und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist der Grund, warum Allah Azza wa Jal uns erschaffen hat. Weder habe ich, noch hattest du Mitspracherecht in dieser Angelegenheit. Hat Allah dich gefragt, ob du erschaffen werden möchtest? Nein, Allah hat das bestimmt. Wird Allah dich fragen, wann er deine Seele abberufen soll, wann du sterben sollst? Nein, die Angelegenheit von Allah Azza wa Jal. Wo ist dein Hochmut? Wo ist dein Kibbel? Allah erschafft dich ohne deine Erlaubnis und er lässt dich sterben ohne deine Erlaubnis. Wir sind Diener Allahs. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und wir sind alle Diener Allahs und werden Yawm al-Qiyama nicht anders zurückkehren zu Allah, außer als Diener. In kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abida. Allah Azza wa Jal sagt, alles, höre zu, alles ausnahmslos, was zwischen Himmel und Erde ist. Kennst du andere Sphären? Es gibt keine andere. Alles, was zwischen Himmel und Erde ist, wird Yawm al-Qiyama nicht anders zurückkehren zu Allah, außer als Diener. Du bist ein Diener Allahs, ob du es möchtest oder nicht. Wenn nicht, entzieh dich deinem Tod. Yalla! Sage, ich möchte nicht sterben. Sage, ich möchte nicht krank werden, wenn Allah Krankheit für mich bestimmt. Los!
sage, ich möchte mein Vermögen nicht verlieren und du hast es verloren, wenn Allah dieses nicht bestimmt hat. Bitte schön. Zeige uns, dass du außerhalb des Universums lebst, wo du nicht unter der Kontrolle Allahs Azza wa Jal, unter der Macht Allahs Azza wa Jal lebst. Zeige uns das. Ya ma'ashara al-jinn wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ard, fanfudhu. O ihr Menschen und Jinn, sagt Allah Azza wa Jal, wenn ihr außerhalb dieser Sphäre, außerhalb dieses Universums leben könnt, ihr könnt euch bedeutet den Tod entziehen, dann bitte ich. Sag, ich möchte nicht sterben. Aber solange du weißt, dass du unter der Macht Allahs lebst, psst, wisse, du bist nur ein Diener Allahs. Und diese Diener hat Allah Azza wa Jal erschaffen, damit sie ihm dienen. Und Allah hat bestimmt, er wird jeden von uns prüfen. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Jede Seele wird sterben. Ein Gesetz von Allah Azza wa Jal. Oder kennst du irgendeinen der Geschöpfe Allahs, der nicht den Tod erfahren hat? Sag es mir. Allah hat niemanden ausgelassen. Jede Seele wird den Tod kosten. Und wir werden euch, höre zu, prüfen mit Schlechtem und mit Gutem. Mit Schlechtem und mit Gutem. Mit Dingen, die euch schwerfallen zu ertragen. Mit Dingen, wie den Verlust von Vermögen, den Verlust von Angehörigen, den Verlust von Gnade. Wir werden euch prüfen mit Schlechtem, aber auch mit Gutem. Allah gibt dir viel Vermögen, was machst du mit diesem Vermögen? Allah gibt dir eine Familie, was machst du mit dieser Familie? Nutzt du die Dinge, um Allah dich zu nähren und besser in deiner Religion zu werden? Oder, nachdem Allah dir Gnaden gegeben hat, entfernst du dich weiter von ihm? Wal-Iyadu Billah. Das ist der deutliche Verlust, liebe Geschwister. Und wir werden euch prüfen mit Schlechtem und mit Gutem. Höre das Ende der Eier. Wa ilayna turja'un. Und zu uns kehrt ihr zurück. Nachdem wir euch geprüft haben. Allah hat uns nur erschaffen, damit er uns prüft. Daher hast du eine einzige Aufgabe, o Diener Allahs. Du stellst dich ein auf diese Prüfung. Diese Prüfung sind die wichtigste Aufgabe für dich, dass du sie bestehst. Allah hat diese Angelegenheit gewaltiger gemacht, als viele Leute denken. Er bei Allah, er hat sie so gewaltig gemacht, dass diese Prüfung über unser Ausgang entscheidet, Paradies oder Hölle. Allahumma rzuqna al-jannah bila hisab, ya rabbal alamin. Und ich sage dir, o Diener Allahs, von der Mimbar des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Herzlichen Glückwunsch, der du krank bist und vielleicht schon seit Jahren krank bist. Und herzlichen Glückwunsch an dich, der du vielleicht dein gesamtes Vermögen verloren hast. Und herzlichen Glückwunsch an dich, der du geprüft wirst, weil du als Gläubiger lebst. Und die Medien und der Staat und diejenigen, die den Islam hassen, dich tagtäglich bekämpfen und versuchen, dich hier zu vernichten. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Abu Bara, du wünschst uns einen herzlichen Glückwunsch und du weißt nicht, was wir durchmachen. Doch, wir wissen, was unsere Geschwister durchmachen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber wisse, dieses passiert nur aus einem einzigen Grund. Deswegen sagte ich dir, herzlichen Glückwunsch, höre diese gewaltige Überlieferung von Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, Inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Wenn Allah ein Volk liebt, dann prüft er dieses Volk. Herzlichen Glückwunsch, der du krank bist. Herzlichen Glückwunsch, der du dein Vermögen verloren hast oder Angehörige verloren hast. Wenn Allah ein Volk liebt, dann prüft er dieses Volk. Das ist das Zeichen der Liebe Allahs. Und je härter deine Prüfung, und du bist auf dem Weg der Religion, du verrichtest, was Allah dir aufgetragen hat,
und du entfernst dich von dem, was Allah Azza wa Jal dir verboten hat, so wisse, o Diener Allahs, Allah liebt dich, und je mehr er dich prüft, umso mehr liebt er dich. Die Überlieferung von Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu arda, er fragte den Gesandten sallallahu alayhi wa sallam, höre zu, das waren die Fragen der Sahaba radiyallahu anhu, die sich wahrlich um ihre Religion gekümmert haben. Er sagte zu ihm, man ashaddu nasi bala'an, wer sind die am härtesten, geprüftesten, so sagte der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam. Und verstehe diese Antwort, denn viele würden hier falsch liegen mit ihrer Antwort. Sie würden sagen, der am härtesten, geprüfteste sollte wer sein? Der Muschrik, der Verbrecher, derjenige, den Allah nicht liebt, derjenige, der Menschen Unrecht antut. Er sagte aber vielmehr, die am härtesten, geprüftesten, Yawmul Qiyamah, sind die Propheten. Allahu Akbar. Diejenigen, die Allah am meisten liebt. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون, daraufhin die Rechtschaffenen. Wer sind die Rechtschaffenen? Das sind diejenigen, die an Allah glauben und an seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Gutes verrichten und kein Unrecht den Leuten gegenüber antun. ثم الصالحون, daraufhin die Rechtschaffenen. ثم الأمثل فالأمثل, daraufhin die ihnen nahestehenden. Das sind diejenigen, die Allah am meisten prüft, weil er sie auch am meisten liebt. Wie viele wussten dieses nicht? Wie viele haben gedacht, wenn sie geprüft werden mit einer gewaltigen Sache, so ist das ein Zeichen vom Zorn Allahs. So ist das ein Zeichen der Strafe Allahs. Ghalat. Falsch. Lerne deine Religion, o Diener Allahs. Diese Prüfung, nochmal, ich unterstreiche, wenn du auf dem richtigen Weg bist. Diese Prüfung ist nichts anderes als ein Zeichen der Liebe von Allah. Und je härter Allah dich prüft, umso gewaltiger ist seine Liebe ihm gegenüber. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk ya rabbal alamin. Möchtest du von Allah Azza wa Jal geliebt werden? Du sagst mir, Abu al-Bara, Allah hat mein gesamtes Vermögen genommen. Viele sind gestorben in meiner Familie. Allah hat mir Gesundheit genommen. So sage ich dir von der Mimba, Wallahi, 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 und ich schwöre einen kräftigen Schwur, wenn Allah uns alles nimmt, aber wir wissen, dass er uns liebt, so sind wir damit zufrieden. Allahumma rda'anna. Wenn Allah alles von uns nimmt, alles, was wir lieben und besitzen, aber wir wissen gleichzeitig, dass er uns liebt, so soll Allah von uns nehmen, was er nehmen möchte. Das ist der Gläubige, der die Liebe Allahs Azza wa Jal als höchstes Ziel in seinem Leben anvisiert. Das ist der Gläubige. Denn er möchte nichts anderes als die Liebe Allahs Azza wa Jal erreichen. Anders als manche Leute, die nicht die Liebe Allahs begehren, sondern vielmehr nur ihre eigene Seele lieben und sich nicht darum kümmern, was Allah von ihnen möchte. Sie leben, wal-iyadu billah, in dieser Welt. Was für ein Leben soll das sein, wenn Allah zornig ist auf dich, wenn Allah dich nicht recht leitet, wenn er dich umherirren lässt und dein Ausgang ist Jahannam, das Höllenfeuer. Allahumma la tu'adhibna la fi dunya wa la fi al-akhirah. Was ist das für ein Leben, o Diener Allahs? Siehst du nicht, dass viele Leute, die alles besitzen, dass sie griesgrämig sind, dass sie ein Gesicht verziehen, wo sie dir klar ausdrücken, dass sie nicht zufrieden sind im Leben. Aber wie viele Arme gibt es in unseren Ländern, die bei Allah nichts haben und du siehst sie lächeln. Woher kommt das? Wenn Allah mit dir zufrieden ist, so wird er dich zufrieden machen, auch wenn du nichts besitzt. Wenn Allah mit dir zufrieden ist, so wird er dich zufrieden machen, auch wenn du nichts besitzt. Und wenn du auch alles besitzt, aber Allah macht dich unzufrieden, so wisse, o Diener Allahs, dein Leben ist erbärmlich. Und das ist schon eine Strafe in der Dunya, im Diesseits, bevor die größere Strafe kommt. Wenn Allah dich liebt, dann prüft er dich. Und du solltest wissen, dass du in größter Gefahr bist, wenn Allah Azza wa Jal dich nicht liebt. Und dass du dementsprechend auch nicht geprüft wirst. Wirst du geprüft von Allah? Ich frage dich, hast du Prüfungen zu ertragen, die schwer, ja sogar sehr schwer sind?
Höre zu, dass Leute, die nicht geprüft werden, in allerhöchster Gefahr sind. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu einem Arabi, zu einem Wüstenaraber: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعربي هل أخذتك أم ملدم قط؟ Hast du einmal Umm Mildam erfahren? Der Wüstenaraber wusste nicht, was ist Umm Mildam? Umm Mildam ist ein Begriff, wir hören es gleich, liebe Geschwister. Er sagte: وما أم ملدم؟ Was ist dieses Umm Mildam, wonach du mich fragst, o Gesandter Allahs? Er sagte: حر بين الجلد واللحم. Das ist, dass du Fieber bekommst zwischen der Haut und dem Fleisch. Fieber. Er sagte: ما وجدت هذا قط. Ich habe niemals diese Schmerzen, diesen Fieber, diese Krankheit erfahren. Dann fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam weiter: هل أخذك الصداع؟ Hast du jemals الصداع verspürt? Dann fragte er: وما الصداع يا رسول الله؟ Was ist dieser صداع؟ Er sagte: عرق يضرب على الناس في رأسه. Das ist eine Ader, die in deinem Kopf schlägt. Das sind extreme Kopfschmerzen, liebe Geschwister. Er sagte: ما وجدت هذا قط. Auch dieses habe ich niemals im Leben erfahren. فلما ولى الرجل, als dieser Mann dann weggegangen ist, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba: من صره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. Wer einen der Höllenbewohner sehen möchte, so soll er auf diesen Mann blicken, den ich gerade gefragt habe. Dieser ist nämlich ein Mann der Höllenbewohner. Warum? Er hat keine Prüfung erfahren. Herzlichen Glückwunsch, der du viele Prüfungen erfährst. Und vor allen Dingen Krankheiten. Hast du oft Kopfschmerzen? Hast du oft Fieber? Das sind Zeichen der Liebe Allahs. Allah möchte dich reinigen von deinen Sünden und er prüft dich, weil er dich liebt. Dieser Mann, dieser Wüstenaraber, hat keine gleichwertigen Prüfungen gehabt. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wer einen Höllenbewohner sehen möchte, der soll auf diesen Mann blicken, denn dieser ist ein Mann der Höllenbewohner. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und ich sage dir, mach dir Sorgen, wenn du nicht geprüft wirst. Mach dir Sorgen, wenn du nicht krank bist. Mach dir Sorgen, wenn du nicht dein Vermögen verlierst. Mach dir Sorgen, wenn du nicht Angehörige verlierst. Mach dir Sorgen, wenn du nicht geprüft wirst. Denn Allah hat alles mit seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala, bestimmt. Wie viele Leute gab es, die haben angefangen zu beten, zu fasten, den Koran zu lesen und waren augenscheinlich auf dem richtigen Weg. Nicht mal ein paar Tage sind vergangen oder ein paar Wochen oder Monate, so hast du gesehen, dass sie diesen Weg wieder verlassen haben. Wann? Nachdem sie eine Prüfung erfahren hat. Und diese Ärmsten wussten nicht, dass Allah uns nur erschaffen hat, damit er uns prüft. Was ist passiert im Leben dieser Leute? Sie haben Probleme bekommen mit der Familie, weil sie angefangen haben zu praktizieren. Und meistens kriegt man Probleme mit der eigenen Familie. Möge Allah Azza wa Jalla uns recht leiten. Sie haben Probleme bekommen mit dem Staat, weil der Staat, wenn du ein schmutziger Drogendealer bist und einer, der jeden Tag eine neue Freundin hat und einer, der alles Üble in dieser Dunya macht, er kann die versautesten Filme hier den Leuten in der Öffentlichkeit zeigen. Er kann das größte Unrecht ausüben. Wallahi, dieser ist ihn lieber als ein praktizierender Muslim. Warum? Weil die üblen Muslime, möge Allah Azzawajal diese Leute recht leiten, die bei Allah ein schlimmes Ende zu erwarten haben, wenn sie sich so geben, wie sie geben. Und wir kennen das Bild von diesen Muslimen. Schmutzige Wörter, üble Wörter. Sie leben wie Tiere, wal'iyadu billah. Sie gehen rein und raus. Du siehst sie nur in Cafés, in Shisha-Cafés, in der Diskothek. Nichts Gutes. Er kennt nicht Allah. Und so wird Allah Azzawajal ihn vergessen, yawmul qiyamah. Diese schmutzigen lieben die Kuffar hier. Warum?
weil sie können immer mit dem Finger auf sie zeigen. Aber was einen praktizierenden Muslim anbelangt, so können sie nicht den Finger ausstrecken und sagen, der ist schlecht, weil dieser gut ist, weil dieser den Menschen hilft, weil dieser nützlich ist, weil dieser für Frieden eintritt. Diese Person mögen sie nicht und sie nennen ihn Salafist. Möge Allah diesen Leuten ihre Abrechnung geben, Yawmul Qiyamah. Das ist ein praktizierender Muslim, den sie heute Salafist nennen. Schaut, subhanallah, o Diener Allahs, verstehe die Angelegenheit, sie ist sehr schwer bei Allah. Wenn du nicht geprüft wirst, dann musst du aufpassen. Und diese Prüfung ist gewaltig. Wenn du anfängst zu praktizieren, dann erwarte jeden Tag eine Prüfung. Und selbst, dass man dich tötet für deine Religion. Aber was haben unsere Geschwister gemacht? Sie haben angefangen, ein paar Tage zu praktizieren. Dann kamen Probleme von der Familie, vom Staat, von irgendeinen Leuten. Auf einmal hast du gesehen, sie haben ihre Religion einfach so hingeworfen, als würden sie nicht von Allah Azza wa Jal erschaffen worden wären. Und deswegen sagte Imam Ahmad rahmatullah alayhi in seiner Zeit, مَا أَعْجَبُ مِمَّنْ هَلَكْ كَيْفَ هَلَكْ وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِمَّنْ نَجَى كَيْفَ نَجَى. Ich wundere mich nicht über eine Person, der zugrunde gegangen ist an den Versuchungen, wie er zugrunde gegangen ist. Vielmehr wundere ich mich über eine Person, der standhaft war, der Stand gehalten hat, der auf dem Weg geblieben ist, wie er überhaupt auf dem Weg geblieben ist. Wunder dich nicht. Wunder dich nicht, dass viele den Weg verlassen. Wunder dich nicht, dass viele diese Religion nicht als höchstes Ziel in ihrem Leben setzen. Wie Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Aber die meisten Menschen, ja Muhammad, selbst wenn du dich noch so sehr anstrengst, diese Leute zum richtigen Weg zu bringen, die meisten Leute sind nicht gläubig. Das ist die Antwort. Die meisten Leute sind nicht gläubig. Sie wollen auch nicht glauben. Genau deswegen hat Allah Azza wa Jal nicht nur das Paradies erschaffen, sondern auch das Höllenfeuer, liebe Geschwister. Und wir müssen unsere Geschwister warnen, damit sie verstehen, Yawmul Qiyamah stehen sie vor Allah Azza wa Jal. Und deine Chance war die einzige, die du in dieser Dunya gelebt hast. Es gibt keine zweite Chance, Yawmul Qiyamah, dass wenn du vor Allah stehst, dass du sagst, oh Allah, heute habe ich verstanden, bei Allah, du wirst an diesem Tag ein Verlierer sein. Höre, was Allah Azza wa Jal sagt. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Und am Tage der Auferstehung, wo du siehst, dass die Verbrecher, nur so nennt Allah Azza wa Jal sie, vor dem Höllenfeuer gestellt werden, mit gesenkten Köpfen. Wo sind ihre erhobenen Köpfe gewesen, die sie hier in der Dunya am höchsten erhoben haben? Yawmul Qiyamah ist Yawmul Haq. Das ist der Tag der Wahrheit. Sollen sie an diesem Tag ihre Köpfe erheben, wie sie hier in dieser Dunya ihre Köpfe erhoben haben, ungerecht waren zu den Leuten, sie misshandelt haben, sie abgezogen haben, sie bespuckt haben und auf übelste Weise mit ihnen umgegangen sind. Höre diese Ayah. Allah Azza wa Jal sagt, und es sind seine Worte, wenn du doch nur sehen könntest. Und das ist ein Zukunftsbild. Allah malt uns dieses Zukunftsbild aus, damit wir wissen, was mit diesen Verbrechern passiert. Und wenn du nur sehen könntest, wie die Verbrecher ihre Köpfe senken vor ihrem Herrn. Was sagen sie an diesem Tag? Rabbana, o unser Herr. Auf einmal haben sie einen Herrn. Warum? Jetzt können sie ihn nicht mehr leugnen. Sie haben gemerkt, Allah ist ihr Herr. Rabbana! Heute sind wir sehend. In der Dunya waren wir blind, auch wenn wir offene Augen hatten. Denn es gibt vier Augen, liebe Geschwister. Zwei im Gesicht und zwei im Herzen. Bei Allah, wenn deine Augen im Herzen blind sind, so siehst du auch nichts mit deinen richtigen Augen. Und wenn deine Augen im Gesicht blind sind, aber deine Augen im Herzen sehen, so siehst du alles und Allah wird dich recht leiten. O unser Herr, wir sehen heute, sagen sie. Und wir haben gehört, wir haben die Ermahnung wieder vorgefunden, die wir in der Dunya gehört haben von den Gläubigen. So schicke uns zurück zur Dunya, damit wir Gutes tun. Jetzt sind wir überzeugt, das Wort jetzt ist zu spät. Möchtest du so eine Situation erleben? Ja, und die Jammer vor deinem Herrn. So wirke in dieser Dunya und tu Gutes. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم أما بعد. Wir haben festgestellt, liebe Geschwister, Allah hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen, subhanahu wa ta'ala. Und Allah Azza wa Jal hat uns in diesem Leben nur erschaffen, damit wir geprüft werden. Und diese Prüfung, wenn du dich auf dem richtigen Weg befindest, ist ein Zeichen der Liebe Allahs, sogar ein gewaltiges Zeichen. Wenn Allah dich aber nicht prüft, alles läuft, wie du es dir vorstellst, so mache dir Sorgen. Bei Allah, so mache dir Sorgen. Ich sage nicht, bitte achtet auf diese Wörter, dass jeder Mu'min auf eine gewaltige Art und Weise geprüft werden muss. Nein, Allah kennt den Iman von einem jeden von uns. Allah prüft andere härter als Leute, die einen schwächeren Glauben haben. Allah, er hat seine Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِ. Der Mensch wird geprüft nach seinem Glauben, nach seiner Glaubensstärke. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابًا زِيدَ فِي بَلَائِهِ. Wenn er einen starken Glauben hat, dieser Mann, so wird Allah ihm die Prüfung härter machen, schwerer machen, noch anstrengender machen. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً خُفِّفَ عَنْهُ. Aber wenn er einen schwächeren Glauben hat, so wird ihm die Prüfung leicht gemacht. Aber trotzdem wird ein jeder geprüft. Manche leichter und manche schwerer. Wundern sollen sich diejenigen, die gar nicht geprüft werden. Sie sollen Angst haben. Es gibt eine Überlieferung im Sanad, in der Überlieferungskette, gibt es problematische Leute, liebe Geschwister. Und deswegen sagte Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, sie ist daif. Andere Hadith-Gelehrte haben sie als Hassan klassifiziert. Diese Überlieferung besagt, dass einmal dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Frau angeboten wurde zum Heiraten. Und man betonte, dass diese Frau noch nie ein Leid erfahren hat, dass sie noch nie krank war, dass sie noch nie gewaltig geprüft wurde. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, la hajata li fi hadhihi al-mar'a. So habe ich kein Bedürfnis an dieser Frau, ich möchte sie nicht heiraten. Warum? Weil sie noch nie richtig geprüft wurde. Weil sie noch nie richtig geprüft wurde. Das heißt nicht, dass wir uns wünschen, geprüft zu werden. Wir wünschen uns das nicht, denn wir wissen nicht, ob wir diese Prüfung bestehen oder nicht. Wie viele sind an dieser Prüfung zugrunde gegangen, liebe Geschwister? Aber wenn die Prüfung kommt, dann bist du standhaft. Und du erwartest die Prüfung. Warum? Weil du weißt, Allah will dich prüfen, damit er dir seine Liebe sendet, subhanahu wa ta'ala. Und jeder ist stark im Glauben, solange er nicht geprüft wird. Jeder. Jeder sagt, ich bin ein stolzer Muslim, solange er nicht auf gewaltige Art und Weise geprüft wird. Wie Allah Azza wa Jal sagt, subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und unter den Menschen gibt es manche, sie dienen Allah nur am Rande. Am Rande, was bedeutet das? Das ist eine Person, liebe Geschwister, er sagt allgemein, ich bin Muslim, und er hebt seinen Kopf. Und so sollte er es eigentlich die ganze Zeit machen. Aber subhanallah, dann erklärt Allah Azza wa Jal uns, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Solange es ihm gut geht, ist er damit zufrieden. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Wenn ihn aber eine Prüfung erfährt, dann dreht er um auf seine Fersen, nicht Richtung Glauben, sondern Richtung Kufr, Unglaube, wal'iyadu billah. Khasira dunya wal'akhira. So schließt Allah Azza wa Jalla die Ayah ab. Er verliert die Dunya und die Akhira, das Diesseits und das Jenseits. Dhalika huwa al-khusranul mubin. Das ist wahrlich der große Verlust. Wie hat Allah Azza wa Jalla diese Person beschrieben? Solange es ihm gut ging. Dann hat er gesagt, Ana Abu Mu'min, ich bin der Größte unter den Gläubigen. Aber subhanallah, wann ist er zugrunde gegangen? فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنًا قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Als ihn die Fitna getroffen hat,
Krankheit, Erschwernis im Leben, wegen seiner Religion wurde er geprüft, dann hat er gesehen, das ist nicht der Weg, den ich beschreiten will. Ich will ein ruhiges, angenehmes Leben. Ich will unter der Erde laufen, damit ich nicht geprüft werde. Allah soll mich bloß nicht prüfen. Ich hasse die Prüfung Allahs Azza wa Jal. So sagt Allah über ihn, dieser hat die Dunya und die Akhira verloren. Das ist der gewaltige Verlust. Der gewaltige Verlust ist nicht, dass du dein gesamtes Vermögen verlierst. Allah kann es dir jederzeit ersetzen. Der gewaltige Verlust ist, dass du deine Religion verlierst. Wal-iyadu billah. So wirst du in Jahannam landen für immer und ewig. Möge Allah uns alle davor bewahren. Deswegen, was entnimmst du heute aus den Worten, O Diener Allahs? Erwarte die Prüfung. Und wenn du sie erwartest, wirkt sie einfacher für dich. Wenn du aber gar nicht damit rechnest und du denkst, der Weg in das Paradies ist ausgeschmückt mit Rosenblättern und es kommen Leute vom Verfassungsschmutz, so nenne ich sie, und sie sagen dir, wir werden dir helfen, die Sunna richtig zu verrichten und wir werden dir helfen, dass dir keine Steine in den Weg gelegt werden, so wisse, O Diener Allahs, du träumst und bleibst ein Träumer, bis du den Tag der Wahrheit entgegnest. Warum nennen wir diese Leute Verfassungsschmutz? Bei Allah, damit unsere Geschwister Bescheid wissen, zu niemanden sind sie nach Hause gegangen, als dieser ein Perverser, ein Schlimmer, ein Übelstunder war. Wenn er auch der Kriminellste war, so sind sie nicht einmal zu ihm nach Hause gegangen und haben ihm gesagt, wir machen uns Sorgen um dich. Aber als er angefangen hat, seine Religion zu praktizieren, auf einmal war er ein Sorgenkind von ihnen. Was heißt das? Sie möchten die schmutzigen Leute und sie hassen die gläubigen Leute, wie Allah diese schon im Koran erwähnt hat, als Lut a.s. zu den Anhängern gegangen ist, zu seinem Volk gegangen ist und sie gewarnt hat, dass sie diese schmutzigen Sachen untereinander machen. Sie waren Homos, wal-iyadu billah. Er sagte zu ihnen, dass sie dieses unterlassen sollen, dass sie nicht Männer mit Männern schlafen dürfen, dass sie nicht den Alkohol trinken dürfen. So sagten sie, diese Verbrecher, قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. Wirf Lot und seine gläubigen Anhänger mit ihm heraus. Das, was sie auch mit uns heute machen wollen. Wirft Lot und seine gläubigen Anhänger aus dieser euren Stadt heraus. Das sind Leute, höre zu, sie wollen sich reinhalten. Allahu Akbar. Die Geschichte ist immer dieselbe. Weil du dich reingehalten hast, weil die Schwester angefangen hat, sich zu bedecken und nicht mehr jetzt rumläuft wie ein billiges Mädchen, so hat sie sich reingehalten, das stört sie. Das stört die Kuffar. Am liebsten würden sie den Niqab zum Grund machen, jemanden zu ermorden. Subhanallah, sie haben mit anderen Leuten kein Problem. Mit einem Grufti haben sie kein Problem. Mit einem Satansanbeter haben sie kein Problem. Was ist euer Problem mit einer Frau, die sich reinhalten will, die ihr Gesicht verdecken möchte? Sie macht das für Allah und nicht mal für ihren Mann. Was ist euer Problem mit ihr? Ihr Problem ist, dass andere Leute diese als Vorbild nehmen könnten. Schaut mal, subhanallah, und damit schließe ich ab. Die sogenannten Salafisten, über die geredet wird, das heißt praktizierende Muslime, wie viele sind sie in dieser Bevölkerung von 84 Millionen Deutschen? Wir reden über nicht mal einen Prozentteil von 0,000001, vielleicht 15 Nullen. Aber warum sind wir ihre größte Sorge? Weil wir Alhamdulillah schon bereits gewonnen haben. Sagt Alhamdulillah. Das ist der Grund, warum sie uns so bekämpfen. So sind sie zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gegangen, liebe Geschwister. Und sie haben ihm gesagt, wir bieten dir alles. Wir geben dir die besten Frauen und das meiste Geld. Und wir werden keine Entscheidung treffen, außer dass du dieses mitentscheidest. Aber lass die Dawa. Lass den Ruf zu Allah. Den möchten wir nicht. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte eine Botschaft, wie jeder von uns diese Botschaft trägt. Die Religion ist mein Leben, dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Und jeder, der versucht, mich von diesem Weg abzuhalten, so ist Allah mein Helfer. Möge Allah azza wa jal uns alle befestigen. Allahumma thabbitna ala dinil haq. Möge Allah azza wa jal uns Yawm al-Qiyamah zu den größten Gewinnern zeigen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns hier unsere Sünden vergeben. Allahumma ghfir lana dhunubana, diqqaha wa jillaha, awwalaha wa akhiraha, alaniyataha wa sirraha, la ilaha illa an subhanak inna kunna min al-zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qumu ila salatim.